So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 2. Finsternis herrscht immer noch nicht überall mehr, aber kommt ja noch, ne? Jetzt, da die Schattenkristalle abgebaut wurden, die anscheinend, oder gerade der große Schattenkristall, der von einem Darkrai gebracht wurde. Es ist eine sehr, sehr coole Storyline. I love it. Und wir sind tatsächlich schon quasi 10 Stunden in-game. Aber wir haben immer noch Ranger Rang 4. Also das Spiel geht lang, tatsächlich. Das Spiel geht sehr lang. Ich glaube, in Pokémon Ranger 1 waren wir jetzt quasi schon zeitlich durch. So mit Part 35 oder so. Oder 3. Wow. Gut gezielt, Staraptor. Gut gezielt. Muss ich dir lassen. Mit Part... Das ist spätestens 35. Waren wir, glaube ich, fertig. Und jetzt haben wir hier gerade mal nicht mal die Hälfte. Zumindest rangtechnisch. Und ich erinnere mich auch noch, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wie wir jetzt storymäßig vorankommen. Ich weiß aber noch, wo wir hinkommen. Es gibt nochmal zwei größere Gebiete. So, wir sollen zu Gerda gehen? Oh, ne, zu Moritz. Nein. Ist eigentlich kaum Grund zu lachen. Ja, dann nach oben. Skirda. Hallo. Dieser Silver, der war richtig cool, Mann. I know. Willkommen zurück. Silvers, bitte um ein oder zwei Ranger zur Verstärkung. Nur, das haben wir absichtlich als Test eurer Fähigkeiten zum Einsatz eingefädelt. Wir haben übrigens schon mal einen Leistungsnachweis bekommen. Ne? Ja, war tadellos. Also eine super 2+. Exzellente Arbeit, Turtles Duo. Das versenkte Tagebuch wird uns sicher ein paar Hinweise geben. Es muss einfach die Geheimnisse um den Schattenkristall enthalten. Unsere Wissenschaftler haben mit der Analyse bereits begonnen. Wenn ihr eine technische Erklärung für das wollt, was sie genau tun, mikroskopische Vermessung, optische Analysen, Röntgenbestrahlung auf molekularer Ebene. Ach so. Habe ich in der 3. Klasse gelernt. Damit kratzt sie gerade erst an der Oberfläche, wie ich anmerken darf. Wir setzen für diese Arbeit jede vorstellbare moderne Technologie ein. Also, ihr habt zwar nicht gefragt, aber ich finde das einfach cool. Deswegen erzähle ich euch davon. Ja, so machen wir das hier. Also kurz zusammengefasst, Technologie ist voll nice, Mann. Ja, so würde ich es ausdrücken. Roland, dann mal ein Blick auf euren Einsatz. Gib uns jetzt endlich mal hier Top-Noten, Mann. Ihr kriegt Ranger Rang 5 und zwar beide, auch wenn Bodo wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht hat wie der Peter. Oder vielleicht auch mehr, aber ey. Eis ist nun anwendbar. Ja, dann habe ich doch ein gutes Gefühl, wo wir ja demnächst hin können. Drachen ist auch okay. Und bist du 5 endlich. Boah, das haben die aber hart nach hinten gezogen, ey. Ja, du bist von all der Aufregung sicher erschöpft. Willst du pennen gehen? Na klar, Mann. Ja, dann penn gut. Danke, Frau Gerda. Danke. Am nächsten Day. Boah, das Projekt würde echt lange gehen, tatsächlich, merke ich gerade. Wenn ich noch so ein bisschen Afterstory mache. Weil da kann man auf jeden Fall noch was machen. Also neben allen Pokémon fangen, vielleicht mache ich das doch nicht. Aber so, also alle Nebenmissionen, die sind drin. Guten Morgen, Ranger. Mir wurde mitgeteilt, dass die Entzifferung des Tagebuchs einige Zeit dauern wird. Geht bitte auf Patrouille. Ja, moin, Mann. Top Ranger, gehen auf. Aber ich gebe mir selbst die Mission. Die Mission, sich nicht zu langweilen. Na gut, vielleicht passiert da irgendwas auf Patrouille. Aber sie gehen sogar mit Bodo. Der ist, glaube ich, jetzt unzertrennlich immer bei uns. Man wird ihn quasi nicht los. Ja. Haben wir ein paar... Oh, hätte ich gleich weitermachen können? Naja, es gibt immerhin 4 Sidequests. Also, ein Panflam auf der Chromastraße. Ja, da habe ich Bock drauf. Okay, Panflam. Dann haben wir hier noch... Hier am Vereinigungsweg. Hornweise, okay. Zwielichtige Gestalten in Havebrück. Und... Warte, gab es nicht 4? Eins, zwei. Ah, achso, nein, ich wurde nur gebaitet. Es gibt 3. Okay, ja, dann machen wir erst das hier beim Vereinigungsweg. Gucken uns das Ganze mal an.
Oh wow. 3 Kringelringel reichen da schon. Yay! Es gibt auch nur 32 Erfahrungspunkte. Okay. Ich dachte, ich kann runterspringen. Dem war wohl nicht so. Wir haben immer noch kein Surfer-Pokémon. Das braucht's noch. Aber das Tanzer erwischt uns zum Glück nicht, wenn das da kamikaze-mäßig runterfällt. Wenn die Questperson jetzt in einem Haus ist, dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Und sie ist in einem Haus, dann ist es tatsächlich ein bisschen blöd. Na gut. Ja, okay. Du warst cool. Herr Holzwart? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, gab ja noch ein zweites Haus. Ich weiß gar nicht, ob Panflam Partner-Pokémon war. Wäre cool, ich liebe Panflam. Ah ja, hier. Ranger, du bist jemand, den ich gern sehe. Es gibt Ärger auf der Straße, Mann. Hinweise und seine Kumpanen sind voll strange drauf, Mann. Ich bin quasi in Wespennest getreten. Witzig, ne? Kannst du das Ding wieder chillen? Ja, kein Ding. Sorry, das dir aufzubürden, ist alles mein Fehler. Das ist ein cooler Auftraggeber, der entschuldigt sich, der sieht seinen Fehler ein und bittet um Hilfe. Das ist richtig cool. Gefällt mir. Man braucht auch solche netten Leute. So, warte, der hat Chroma-Hochland gesagt, oder? Ups. Das habe ich schon gar nicht aufgepasst, weil ich so fasziniert von ihm, von seiner Apology war. Ja, Straße Richtung Chroma Hochland. Okay. Jetzt haben wir halt leider kein Dodo. Und ich will. Irgendwie laufe ich genau immer unter dem Tanzerpunkt rum. Das haben die Entwickler sich genau so gedacht. So, ja, da wird genau in der Schräge so viel Grad da durchlaufen. Halt, bleib hier. Du bist jetzt mein. Und du hast keine Chance. Oder wenn ich schon so blöd fange. Oh. Das sind sie ja, die habe ich schon sehr, sehr ewig lang erwartet. Alter Mann. Warte, sind die jetzt. Na, ist das hier? Ja, ist das hier, okay. Aber es wird kein Partner-Pokémon sein. Ja, weil wir haben ja schon einen Käferpartner. Hallo! Eine Drehung hätte gefehlt. Oh. Und das hat jetzt natürlich auch die Superladung zerstört, ne? Fang mit La. Ja. Auch kein Gruppenfang oder so. Nein, gar nichts. Mist. Man weiß nur, warte, wir sind chillig drauf. Tschüss. Naja, immerhin sind wir schon mal auf der Chroma-Straße. Hey Jungs, hier ist Rhythmia. Viel Spaß mit meinem Rhythmus, Geschenk und so. Energy Plus? Erhöht die Funko maximal Energie. Achso. Ja, okay. 5 Leben. Ja, nimm mal mit.
Am Ende brauchen wir sowieso alles da. Badam. So, nächster Questgeber. So, Ranger, hast du einen Moment Zeit? Hier sehe ich gelegentlich ein Pantom, das von einigen Bibor verfolgt wird. Was? Das Pantom hat die Bibor wahrscheinlich veralbert, um sie wütend zu machen. Trotzdem tut es mir leid. Kannst du was für dieses arme, gepeinigte Pantom tun? Danke, Ranger. Alles klar, Richtung Hochland. Das ist mir zu hoch. Witzig. Ah, gut, dass wir bei der Bibor-Mission einfach nicht noch, den Auftraggeber Bescheid geben müssen. Das ist nämlich nur hin und her gerenne. Da habe ich gar keinen Bock. Das hat auch nichts mit guter Storyline oder sonst was zu tun. Das ist reine Beschäftigung. Und das finde ich blöd. So, ja, teleportier dich mal weg. Ja, mit einem Dodo hier durchzurennen ist auf jeden Fall viel nicer. Oh, ich höre schon schreien. Hallo. Oh, ich rette dich, kleines Panflam. Ein Cutie. Oh, drei. Das zählt wahrscheinlich auch nicht als Gruppenfang. Also, ja, es ist Partner-Pokémon. Zehnter Fang. Hä? Zehnter Fang? Gab den nötigen Bonus. Yeah, neues Partner Pokémon. Ba ba ba. Aber ich liebe zwar Panflam, aber ich mag Zipurzu tatsächlich sehr. Und wer braucht schon Veränderung? So, Havebrück. Oh Gott, da den Questgeber zu finden, das wäre ja auch witzig. Der kann ja in jedem Haus drin sein. Ja, dann lohnt es sich auch nicht wirklich, auf den Dodo aufzusteigen. Hm. Ja, ich weiß, da links unten Warenhaus. Haben wir einen Anhaltspunkt, wie die Person aussieht? Herr Holzwart. Ah, nein. Ups. Junge Dame. Halt, warte, was stand da noch? Zweier Zwielichter Gestalten. Ich meine, hier sind lauter junge Frauen. Ah, sie ist da oben. Ich kann zumindest die Mission annehmen. Hallo, Milady. Ranger, können wir uns kurz unterhalten? Es geht um mein Team Nacht und Schatten. Nacht und Schatten, meine zwei kleinen, dunklen, hübschen Lieblinge sind verschwunden. Was, Team Nachtschatten? Nein, Nacht und Schatten, nicht Nachtschatten. Nacht und Schatten sind meine Kramburgs, sind ja so bezaubernd. Sorry, Ranger, meine Schwester erklärt Dinge nie sonderlich gut. Du musst gedacht haben, sie würde Team Nachtschatten meinen, obviously. Ach, sei doch still, du bist doch nur ein kleiner Junge. Ich möchte auch nur meine zwei kleinen, dunklen, hübschen Lieblinge wieder haben.
Ja, klar, bring mir zurück. Das Teil. Okay, einfach zwei Kramworks. Ich glaube, das eine war wirklich auf dem Dach hier links. Irgendwie, ich habe dieses blöde Dach dauernd in Fixierung. Ja, da ist es. Ich wusste, es seit jeher, dass da oben Nacht oder Schatten sein wird. Okay, das wusste ich nicht, aber dass da oben noch was Wichtiges sein wird. Alter, das ist richtig aggressiv, das Vieh. So, wird aber trotzdem mit einem S-Rank gefangen. Ich habe keine Ahnung, was heißt 10. Fang? I don't get it. So, wo ist... Wir machen noch in dem Part, Schatten. Der wird wahrscheinlich nicht in einem Haus sein, das heißt, ich kann höchstwahrscheinlich entspannt jetzt mit einem Dodo die Straßen durchkämmen. Ich glaube, er ist im Osten dann. Das würde für mich aufbautechnisch Sinn ergeben. Und ich rase volle Kanne in ein Magnetilo. Klar, es könnte hier ganz im Osten sein. Ein Evoli? Boah, ist es da oben auf dem Steg? Oh, Mist. Hinterfangen ohne Schaden? Ne, macht auch keinen Sinn. Wir haben recht sicher Schaden bekommen. Oh, der Steg ist halt wirklich sehr lang. Das ist meine letzte Hoffnung. Also in dem Haus... Okay. Da ist es. Gut, alles klar, gib mir Bescheid und dann war es das auch für den Part. Haben wir noch 3 Sidequests gemacht. So, da hast du es wieder. Viel Spaß. Oh, meine Lieben, Nacht und Schatten. Ich habe euch ja so vermisst. Warum? Warum funkelt ihr mich so an? Ich denke, die Kramoks mögen die Namen nicht, die du ihnen gegeben hast. Die Namen lassen vermuten, dass sie zu den bösen Typen gehören. Ja, weil Kramoks auch nämlich eigentlich die guten sind. Dank dir klingt so, als wären sie die Maskottchen von Team Nachtschatten. Graua, Graura. Ach, keine Ahnung. Ist das ein Problem? Es tut mir so leid, das ist mir nicht aufgefallen. Die Gefühle anderer kann ich nur schlecht deuten. Und natürlich, du hast recht. Einen Bösewicht-Namen würde ich auch nicht tragen wollen. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir. Entschuldige bitte Nacht und Schatten. Schwesterlein, du nennst sie immer noch so. Ha, wie witzig. Gut, sacken wir uns unsere Upgrades ein und dann... Guck mal hier, der Auftrag ist geschafft. Hi, du bist voll gut, Mann. Und wir kriegen die Eisabwehr. Oh ja, die ist nützlich. Bing. So, jetzt sind noch 2 Typen. Nicht schlecht.
Gut, dann würde ich sagen, in der Ranger... Nee, Moment, nicht in der Ranger-Vereinigung. Nein, nein, im Altru-Part geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.